Herzlich willkommen zu Teil 36 der Reihe Stochastik, Wahrscheinlichkeiten und Statistik. In dieser Folge behandeln wir Kombinationen mit Wiederholung in der Form von Rechenbeispielen. Erste Aufgabe. In einer Urne sind jeweils eine gelbe, rote, grüne, blaue und schwarze Kugel. Und wir fragen, wie viele Möglichkeiten es gibt, drei Kugeln zu ziehen, wenn mit Zurücklegen gezogen wird und die Reihenfolge keine Rolle spielt. Wir bemerken, dass wir eine Kombination mit Wiederholung haben mit n gleich 5, das ist die Gesamtzahl der Kugeln, und k gleich 3, das sind die Kugeln, die wir ziehen. Wir hatten in der letzten Folge dafür eine Formel entwickelt, nämlich Anzahl der Möglichkeiten ist gleich n plus k minus 1 Fakultät geteilt durch n minus 1 Fakultät mal k Fakultät. Wir setzen ein, 5 plus 3 minus 1 ist 7, also 7 Fakultät im Zähler. Und dem Nenner 5 minus 1, also 4 Fakultät mal 3 Fakultät. Wir können jetzt in dem Fall uns das etwas einfacher machen, nämlich wir können kürzen. In der 7 Fakultät taucht ja auch eine 4 Fakultät auf, denn die 7 Fakultät ist ja gleich 7 mal 6 mal 5 mal 4 Fakultät. Wir können dann diese 4 Fakultät gegen die 4 Fakultät hier unten teilen. Es bleibt also noch 7 mal 6 mal 5 übrig und hier im Nenner die 3 Fakultät. 3 Fakultät ist 6. Dann können wir nochmal kürzen die 6en und es bleibt 7 mal 5 übrig. Und das ist 35. Und das ist die gesuchte Anzahl der Möglichkeiten. Hier nochmal grafisch dargestellt. Jedes graue Kästchen ist eine mögliche Kombination, wobei die Reihenfolge keine Rolle spielt. Wir haben hier 5 Reihen A7 Spalten. Wir haben hier Kombinationen, wo alle Kugeln die gleiche Farbe haben, wie hier gelb oder hier unten grün. Wir haben Kombinationen mit zwei gleichen Farben, wie hier zum Beispiel zwei blau, eine rot. Und wir haben Kombinationen mit drei verschiedenen Farben, wie grün, rot, schwarz. Zweite Aufgabe. Wie viele mögliche Tipps gäbe es beim Samstagslotto 6 aus 49? Wenn mit Zurücklegen gezogen würde, was natürlich nicht der Fall ist in der Realität, aber nur mal als Rechenbeispiel. In dem Fall haben wir wieder eine Kombination mit Wiederholung mit n gleich 49 und k gleich 6. Und für die Anzahl der Möglichkeiten setzen wir wieder in die Formel ein, die wir ermittelt haben. Also 49 plus 6 minus 1 Fakultät, das ist 54 Fakultät. Und hier 49 minus 1 ist 48 mal 6 Fakultät. Wir können dann hier wieder einiges kürzen, wie im Beispiel vorher, haben also dann im Zähler noch 45 mal 54 mal 53 und so weiter mal 49 geteilt durch 6 Fakultät. Und wenn man das ausrechnet, kommt man auf etwa 25 Millionen oder knapp 26 Millionen. Das ist weniger als doppelt so viel wie beim tatsächlichen normalen Samstagslotto, wo wir ohne Zurücklegen ziehen. Das heißt, die Anzahl der Möglichkeiten wird weniger als verdoppelt. Und das liegt daran, dass 6 deutlich kleiner als 49 ist. Also durch die Möglichkeit, dass eine Zahl mehrfach vorkommt, erhöhen wir die Anzahl der Möglichkeiten nur moderat. Eine weitere Aufgabe soll lauten, wie viele mögliche Kombinationen gibt es beim ersten Wurf bei Kniffel oder JC, also wenn 5 Würfel gleichzeitig in einem Knobelbecher durchgewürfelt und dann geworfen werden. Gesucht ist also eine Kombination mit Wiederholung, mit n gleich 6 und k gleich 5. Denn wir haben 6 mögliche Augenzahlen beim Würfel und 5 Würfel. Die Anzahl der Möglichkeiten setzen wir wieder in die erhaltene Formel ein und haben dann 10 Fakultät durch 5 Fakultät mal 5 Fakultät. Und das ist dann, nachdem wir wieder gekürzt haben, 10 mal 9 mal 8 mal 7 mal 6 durch 5 Fakultät. Und dann kann man, wenn man möchte, die 5 Fakultät noch ausschreiben und auch wieder ein wenig kürzen, wie zum Beispiel 3 mal 2 ist 6, kann man gegen diese 6 kürzen. Dann kann man hier noch eine 4 gegen eine 8, bleibt 2 über, 5 und 10 bleibt auch 2 über. Und dann bleiben nur noch ein paar kleinere Zahlen über, 2 mal 3 mal 2 mal 7 mal 3. Und das ist 252. Es gibt also etwas über 250 verschiedene Möglichkeiten, den ersten Wurf von Kniffel zu gestalten. Eine letzte Aufgabe noch. Wie viele Möglichkeiten gibt es, A, 6 Äpfel auf 4 Kinder zu verteilen und B, 4 Äpfel auf 6 Kinder zu verteilen?
Wir reden hier nur von ganzen Äpfeln, also schneiden die Äpfel nicht in Stücke oder so. Die Möglichkeit A ist also dann 6 über 4 als doppelter Binomialkoeffizient. Das wäre dann 6 plus 4 minus 1. Fakultät durch 6 minus 1. Fakultät mal 4. Fakultät. Und das ist also dann, wenn wir wieder gekürzt haben, 9 mal 8 mal 7 mal 6 durch 4 Fakultät, also 24. Und wenn wir das jetzt ausrechnen im Taschenrechner zum Beispiel, erhalten wir 126. Also so viele Möglichkeiten gibt es, 6 Äpfel auf 4 Kinder zu verteilen. Der Teil B, da haben wir 4 über 6. Da verteilen wir 4 Äpfel auf 6 Kinder. Da gehen also auch Kinder leer aus natürlich dann. Und das ist dann 9 Fakultät, 6 plus 4 minus 1 ist 9, durch 6 Fakultät 3 Fakultät. Wir hatten hier 5 Fakultät mal 4 Fakultät. Hier haben wir 6 Fakultät mal 3 Fakultät. Und wenn wir das ausrechnen, kommen wir letzten Endes auf 84. Es gibt also weniger Möglichkeiten, 4 auf 6 zu verteilen, als es Möglichkeiten gibt, 6 auf 4 zu verteilen. Soviel zu den Rechenbeispielen, zu den Kombinationen mit Wiederholung. In der nächsten Folge beginnen wir damit, uns Standardverteilungen für Zufallsgrößen anzuschauen. Vielen Dank.